noch mal von vorn. Hä? Was wollt ihr denn? Bin gerade beschäftigt. Dein Arm? Das ist ja... Ist das eine Waffe? Zeig mal kurz her. Ein Mehrzweckadapter als Verbindungsstück. Dann ist die Waffe also austauschbar. Alles voller Schrammen. Sag mal, du haust mit dem Ding wohl auch ordentlich zu, was? Naja, manchmal schon. Aber solch große Schockwirkungen halten doch die Knochen nicht aus. Oder doch? Hier, dieser Zylinder absorbiert die Stoßwirkung. Verrate mir bitte, wer das konstruiert hat. Ein alter Bekannter. Wo auch immer er jetzt sein mag. Warte mal kurz. Fertig. Oh, Verzeihung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Iso lautet mein Name. Ich arbeite schon lange an der ultimativen Waffe. Bislang aber leider erfolglos. Doch mit deiner Hilfe sollte ich einen großen Schritt vorankommen. Diese Chance muss ich einfach nutzen. Hört mal. Könntet ihr mir einige Materialien aus der Umgebung beschaffen? Ach so, ja, okay, wenn natürlich ein Teigtropfen runterfällt, ne? Oh, hast ja nochmal Glück gehabt, ja, da. Ja, man soll ja auch, wenn man einen Kater hat, Kaffee mit einem Schuss Zitrone saufen, soll sehr gut sein. Ich bin kein Kaffeetrinker, also kann ich da nicht mitreden. Nee, nee, es soll tatsächlich auch beim Kater helfen, ohne Scheiß. Gut, mittlerweile trinke ich Kaffee ohne Zucker. Wieso trinkst du mittlerweile Kaffee ohne Zucker? Damit der Humor noch besser wird? Ich stamme eigentlich aus Junon, aber dort haben sie diverse lästige Vorschriften. Und auf der Suche nach einem Ort, wo man nach Lust und Laune Waffen schmieden kann, hat es mich hierher verschlagen. Die abgelegene Lage macht die Materialbeschaffung nicht gerade einfach. Aber die Werkstatt kann sich sehen lassen, oder nicht? Die Arbeit sieht grobschlächtig aus, aber sie ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Der Konstrukteur war vermutlich Experte in einem ganz anderen Fachbereich. Das sind nicht die Ideen eines Waffenschmieds. Nach dem Kater hilft Tee mit Rum. Tee mit Rum? Hab ich ja noch nie gehört. Also Katermilch kenne ich, ja, aber Tee mit Rum? Kenne ich gar nicht. Koffein und Vitamin C hilft gegen Kopfschmerzen. Naja, frische Luft hilft auch. Weil ich an dich denke, dann ist er so süß genug. Ach, hallo. Mein ganzes Leben arbeite ich schon an ihr. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie aussehen wird. Ich kann nicht einmal sagen, welche Art Waffe es werden soll. Okay, wenn es nur um die Beschaffung von ein paar Materialien geht, helfen wir dir. Ich danke euch. Ich habe eine Karte mit Orten angefertigt, an denen es Materialien gibt. Sie liegt im Schuppen. Vergesst nicht, sie mitzunehmen. Okay, werden wir nicht vergessen mitzunehmen. Ach so, das ist nur der Arme sind, den er sich verguckt hat. Und ich bin auch zahmer geworden. Früh. Da hätte ich den einfach angeschnauzt, die meine verpasst und fertig. Wieso früher? Da weil alles, was vorbei ist, so früher zählt. Okay, das ist eine komische Ansicht bei ihm, aber okay. Sollte mal jemand aufräumen. Ach, er ist der Waffenschmied ISO-Drachen jetzt für seine Nase. Schau dir mitten den Wegweiser an. Das ist sicher die Karte, von der ISO gesprochen hat. Was ist das für eine Karte? Das ist ein Bild mit Pfeil drauf.
Logo drauf. Ein Volvo. So, und dann soll ich da durch. Ja, B1 Zoom. Aha. Ah, da lang. Ja, beinahe verkehrt gelaufen. Manu, hast du Tee mit Rum schon mal getrunken? Nächste Notiz. Walle? Ist halt, weil du die Leber wieder mit Alkohol füllst, deswegen gibt es ja auch schon das Konto. Ah, so. Ja, ich kenne halt immer das Sprichwort halt, ne, du musst damit weitermachen, womit du aufgehört hast. Ja, also, wenn du abends das letzte Mal Bier getrunken hast, solltest du Bier trinken, damit es wieder in Ordnung ist. Ein Wind. Okay. Das einmal schön furzen. Okay, meine Frau sagt, sie hat es gerade auf Toilette genommen. So, windige Verkettung. Seid ihr etwa auch diese Viecher, wo ich unendlich draufknallen kann mit der windigen Verkettung? Ja, doch nicht ganz. Ich weiß mittlerweile, wie ich in die Luft komme. Es ist zwar, dass das nicht funktionieren wird, aber... Aber mal testen! Oh doch, das Vieh hat stillgehalten. Nicht zu viel trinken, sonst wird der Kater schlimmer, ja. Einiges abverlangt, aber im Stich gelassen hat sie mich noch nie. Danke, Kumpel, was wäre ich nur ohne dich?
Ja, die Frage ist nur, was heißt nicht zu viel, ne? Brauchte ich jetzt dafür Schokobo? Dann kriege ich die Sachen auch so noch. Naja, okay, das müsste das sein, ne? Ja. Wir sollten auch den Rest besorgen. Ja, so einen fetten Stein. In die Hufustasche. Ja, wenn du eine Tasse halb machst, das dann etwas zu viel soll, ja nur ein Schuss. Ah ja, klar, ein Schuss. Ich könnte jetzt auch sagen, definieren Schuss. Also am Samstag hat mein Schwiegerpapa zu mir gesagt, er will ein Tröpfchen Wasser haben. Ich habe ihm ein Tröpfchen Wasser gegeben. Milliliter. Alles klar, weiß ich doch beim nächsten Mal Bescheid. Danke, zu viel Aquatrix. Ich glaube, wir haben alles zusammen. Dann lass uns mal zu ISO zurück. Ah, also ist schon klar, ne, dass das jetzt nur so ein kleines bisschen sein muss, weil hast du noch genug drinne und das war ja bloß nur so ein, ja, man könnte sagen, so einen kleinen Kick geben, Schuss, ne, das wieder auf einen einigermaßen normalen Zustand kommt. Man könnte auch sagen, wie so ein Pegeltrinker. Die Kopfschmerzen, gehen die dann auch davon weg? Zweifel ich nicht. Oh, habt ihr schon alles zusammen? Das wäre alles. Danke euch. Wenn ihr noch etwas Zeit habt, dann wartet ihr bitte kurz. Dir ist schon klar, dass du was ziemlich Gefährliches herstellst, oder? Scheint dem Spaß aber keinen Abbruch zu tun. Natürlich macht das Spaß. Es gibt nichts Besseres. Und das Schönste, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Das gilt auch für Waffen. Genauer gesagt gilt das gerade für Waffen. Sehr gut. Das ist zweifelsohne mein Meisterstück. Und du wirst es verwenden. Gerne, aber ich werde das Teil hart annehmen, okay? Sicher, wie es dir beliebt. Wie gesagt, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Ebenso der Wert seines Schöpfers. Wie und wofür meine Kreationen benutzt werden, bestimmt, was die Leute von mir halten. Vor allem aber, was ich selbst von mir halte. Tja, du setzt mich aber ganz schön unter Druck. Dabei kennen wir uns kaum. Diese Adapter an deinem Arm. Wie auch immer den angefertigt hat. Er hat dabei ganz offensichtlich gründlich an deine Zukunft gedacht. Im Moment wirst du nur Waffen daran befestigen wollen. Aber wie sieht es in einem halben Jahr aus? Oder in 3 Jahren? Denk mal darüber nach. Ich sollte versuchen, dem Konstrukteur dieses Adapters nachzueifern. Wenn du willst, kann ich deinen Arm auch in einen riesigen Schneebesen verwandeln. Damit gelingt ein Kuchen für 100 Leute im Nu. Na, ob ich das gebacken bekomme? Im Ernst? Das verlange ich als Preis für mein Meisterstück. Bring mir irgendwann einen Kuchen. Bis dahin, stirb mir ja nicht weg. Seltsamer Typ. Ein bisschen wie du. Ja, ich mag den Kerl.
Naja, dann nimm mal die Waffe hart ran, mein Freund. Ah. Ja, ich muss aber sagen, wenn ich wirklich trinke, ja, das ist es ja, ne, also. Ich bin jetzt auch nicht gerade der Trinker. Ja, wann habe ich jetzt das letzte Mal was getrunken, so extrem war? Wohl letztes Jahr? Silvester. Oder war es letztes Jahr mit, genau, im Stream mit Dios, nee, das war mit Dios Kuchen, wo ich das mit dem Kaktus und so gebracht habe bei Apex, das war davor. Wo du richtig einen Tee hattest, von Dantes Overkill? Ich glaube, das war vorletztes Jahr. Dios Kuchen ist gerade nicht da, der könnte das vielleicht auch noch sagen. Ja, es ist schon etwas länger her. Aber dann ist es Overkill. Alter Falter. So, knallen wir hier noch das rein. Also das hat meine Frau so richtig fertig gemacht. Ah. Das war schön. War richtig schön. Seitdem hat das Ding den Namen. Das ist Overkill. Ach, ein schönes Zeug. Ah. Letztes Mal, dass es mir so gegangen ist, war vor circa 2 Jahren. Und da hat mein Schwiegervater ein Tier mit rumgegeben. Ich muss sagen, der Kater war recht schnell wieder weg. Wenn es stärker war, ja. Yeah. Ja, aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Ich muss mal kurz nachgucken. Mal gucken. 2022. Da war das. Ne? Naja. Glücklicherweise hat man ja eine Suchfunktion im Discord. Ja, 2022. Es sieht ja geil draußen aus. Am seltenen Kater, das muss ich schon wieder hermachen. Also, ja, okay, wann trinken die durcheinander, ne? Also. Ja. Wir trinken, wenn dann Whisky? Oder dann das Overkill? Wobei, seitdem wir meine Frau das Zeug nicht mehr haben. Ich kann sie nicht verstehen, so überhaupt nicht. Aber es war herrlich. Also, ich habe den letzten Rest erst vor 2 Monaten weggekippt. Also, ne, gucken. Das müsste der Hügel sein, den Torgan meinte. Jetzt ist Chocobo-Spürsinn gefragt. Es schmeckt mir vorzüglich. Also normal bekomme ich mit, wenn es genug ist, aber da haben wir alle gesoffen. Ah ja, wenn man natürlich komplett durcheinander säuft, ne, dann ist vorbei. Hinter der Duftnote hinterher. Ist das ein Magomba-Pilz? Die sind sehr selten. Wusste jetzt der Gockel eigentlich, dass ich Pilze ganz suche? Vorsichtig. Ach du Scheiße, sind wir jetzt hier bei Avatar oder was? Okay, so Schnaps, Bier, Tequila. Wobei Tequila, das ist meistens ein Abschuss. Ne, also finde ich. Wobei, was ich am schlimmsten finde, ist Kräuterschnaps. Das Zeug ist gefährlich. Das Fett hat, das Fest hat um 20 Uhr begonnen. Mein Schwager und ich waren um 22 Uhr für nichts mehr zu Hause. Alter Falter, das ist hart. Das ist hart. So, versuche den Pilz im Ganzen herauszuziehen. Dafür musst du ihn vorsichtig in Richtung neigen, indem er wenigstens Widerstand hat. Okay. Auswählen. Ja. Richtig jetzt.
Richtig. So. Ist ja krass. Also die R2-Taste gibt mir dementsprechend den Widerstand. Ist aber gar nicht so super zu ertasten. Suchen wir auch nach weiteren Pilzen. Chocobos sollten uns hinführen können. Ja, muss ja ein schlimmes Fest gewesen sein, oder ein ziemlich gutes. Alexa. Ich glaube, ich liebe es auch daran, dass ich das gleiche Nachsatz finde. Naja, bei Dungeons & Dragons hast du das nicht gemacht und zu Silvester hast du auch nicht Wasser getrunken in dem Fall. Yay, da ist gleich noch ein Pilz. Jetzt wieder. Bei einem Pilz ist es gleich auch noch ein anderer. Hallo. Diese Chocobos. Oder ich soll einfach mal folgen? Ja, ich soll mal folgen. Oh, lasst mich doch mal vorbei. Da ja, oben muss ich wieder kämpfen. Nee, das Fest war okay. Hab nur nicht viel mitbekommen. Ab wann hast du nichts mehr mitbekommen? So ab 20.15 Uhr. Sag mal, Tötchen. Wir uns gerade gar nicht mittreffen, ne? Hey, der Nei. Kannst du stehen? Ich zähle auf dich. Ich mach das. Der weicht immer wieder aus. Ey, der Falter. Oder es verschwindet, eher gesagt. Mann, das Drecksvieh. Mal Blitze auf mich werfen können, ne? Eigentlich dürfte es doch gar nichts machen können. Ich muss sich doch einmal manifestieren können dafür. Natürlich auch noch mit Peace. Ja, nee, ist klar, Alter. Aber Blitze werfen können auf mich. Dämliches Vieh. Nein, 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 nein. Das Problem ist, ich wohne in der Nähe zu dort, wo das Fest war, waren auch Ungarn. Ah, das ist natürlich gemein. Das ist super gemein dann. Ey. Volker, vielen, vielen Dank für den Euro. Und wenn ich beten würde, würde ich dich definitiv in meine Gebete einschließen. Mal sowas von. Ka-
Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.